Einen spätastischen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem kleinen Setup-Video. Es haben sich einige Leute gewünscht, mein Setup zu sehen. Und so sieht quasi mein Schreibtisch aus. Mehr ist es quasi nicht. Es ist alles das, was man zum Zocken und zum Aufnehmen braucht. So sieht das Ganze aus. Ich habe einen schönen Minecraft-Hintergrund, oder? Also den könnt ihr euch einfach auch bei Google downloaden. Gebt einfach einen Minecraft-Wallpaper. Und dann fangen wir schon mal mit meinen Kopfhörern an. Es sind die Biodynamics Custom Run Pro. Da bin ich mal bei eBay erstellt. Steigert für 89, glaube ich. In Wirklichkeit kosten die 160. Da habe ich auf jeden Fall ein Schnäppchen gemacht. Das sind auf jeden Fall bequeme Kopfhörer. Die kann man richtig lange tragen und die werden nie unbequem. Also das sind wirklich sehr, sehr geile Kopfhörer. Apropos Kopfhörer, ich habe mir bei Mediamarkt neue gekauft bei den 19% Mehrwertsteuerrabatt. Es sind die Shi 955, haben mir sofort gefallen, sind von Philips und mir gefällt der Klang eigentlich ganz gut. Da hinten liegt irgendwas vom Fritzbox, hier ist der Fritzbox Stick, weil mein Computer hat keine WLAN-Karte, deswegen mache ich das über so einen WLAN-Stick. Klappt eigentlich ganz gut. Hier ist meine Beleuchtung, quasi meine Lampe, die kann ich immer an- und ausmachen, falls ich mal Beleuchtung brauche, aber im Sommer ist das relativ unwichtig. Hier sind Armbänder von Primark, die habe ich mir mal in Berlin gekauft. Und das war eigentlich so gut wie alles. Hier ist meine Tastatur, die Rocket Isku. Ich habe so gut wie alles von Rocket. Hier steht die Isku Illuminated Gaming Keyboard. Ist auf jeden Fall eine schöne Tastatur. Vielleicht tausche ich sie bald gegen die Rocket Rios aus, aber ich denke, sie reicht noch eine Weile. Wer weiß, zu Weihnachten oder so. Ist auf jeden Fall eine schöne Tastatur. Reicht auf jeden Fall für das Geld. Ist auf jeden Fall eine schöne Tastatur. Wie gesagt, von Rocket, ist einfach meine Lieblingsmarke und ich bin auf jeden Fall zufrieden. Hier ist mein Monitor. Das ist der Acer G245HQ. Das ist ein Full HD Monitor und er ist endlich relativ geil. Er hat halt scharfes Bild, schöner Kontrast. Man kann das Ganze noch einstellen, individualisieren und es reicht auf jeden Fall für meine Zwecke und ich will keine Updates machen. Hier ist meine Facecam, das ist die Microsoft Livecam HD 3000. Die ist eigentlich auch eine schöne Facecam. Sie reicht auf jeden Fall vollkommen aus, weil ich bin eh so ein kleines Kästchen oben in der Ecke. Und da braucht man kein Full HD. Ich meine, wenn man wirklich so was richtig Gutes will, dann sollte man sich irgendwie die Microsoft Livecam HD oder wie die heißt kaufen. Die haben auch umgespielt und so. Die ist auf jeden Fall auch gut, aber ich finde die eigentlich relativ ausreichend für 20 Euro. Und jetzt habe ich mal das Programm aufgemacht. Gleich müsste da eine Lampe blau leuchten. Das heißt, sie ist an und sie filmt gleich. Und da seht ihr, das ist die blaue LED und, oh, da bin ich. Ah, hallo, ich filme das, ich kommentiere das natürlich nach. Ich wink mal schön, ganz professionell. Auf jeden Fall, das ist meine Facecam und mein Facecam-Programm. Ich werde am Ende des Videos nochmal meine Schnittprogramme so zeigen und sowas alles. Hier ist auf jeden Fall nichts Besonderes weiter, hier ist mein Mousepad. Das Rocket Taito, es ist relativ groß mit Sides, also es ist wirklich ein sehr, sehr großes Mousepad. Ihr müsst das sehen. Im Video sieht es noch relativ klein aus, aber so ist es wirklich sehr, sehr groß. Es geht zwar ein bisschen kaputt, aber es liegt daran, dass man da immer rüber schabt, aber egal. Hier ist meine Maus, es ist wirklich mein schönstes Stück. Es ist die Rocket Cone Pure in Blau und ich finde sie so geil. Ich habe so kleine Hände und es ist einfach super für meine Hände geeignet. Es ist eine schöne Maus für größere, aber auch für kleine Hände. Und ich habe da so einen schönen Makro, da sprinte ich immer in Minecraft da. Kann ich immer gut, also ich komme damit gut klar, hat 8200 DPI, aber die brauche ich in Wirklichkeit gar nicht. Hier ist mein Mikrofonständer, der ist in der Seite vom Schreibtisch, da der Arm, da oben der Popschutz ist da befestigt. Er geht dann hier lang und da ist mein Popschutz, alles von T-Bone, also man konnte da so ein Paket kaufen. Ich hatte zuerst das SC440, jetzt habe ich das T-Bone SC450. Ich habe dann einfach irgendwann zu Weihnachten upgradet, weil ich die Qualität vom T-Bone SC450 einfach besser finde. Und es kostet 99 Euro und mit der Qualität ist es echt ein schönes Mikrofon. Es reicht vollkommen aus. Man kann auch ein paar Sachen einstellen, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und hier sitze ich dann quasi so und spreche gerade rein. Also ihr hört quasi den Sound von dem Mikrofon sozusagen.
Der geht dann mit einem USB-Kabel in mein schönstes Stück außer der Maus rein, und zwar der Rechner. Ich habe den bei one.de bestellt, also alle Links sind sowieso in der Beschreibung. Und es ist ein schöner Rechner, vielleicht ein bisschen staubig, aber hier hinten gehen auf jeden Fall alle Kabel rein. Und ich habe da einen Intel i7 drin und eine GTX 780. Ist auf jeden Fall ordentlich Power drin. Es ist auf jeden Fall ein schöner PC. Da seht ihr quasi das Innere, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ihr seht den Eingang vom PC. Und das war quasi schon alles, was ich habe. Ihr seht, wie gesagt, alles. Mein System will sich die ganze Zeit updaten und beschleunigen, aber das will ich in Wirklichkeit gar nicht. Das ist auf jeden Fall mein Setup. Mehr habe ich nicht. Reicht auf jeden Fall vollkommen aus. Ich habe jetzt keine 2-3 Monitore. Zum Aufnehmen und Schneiden reicht es trotzdem alles. Und ach ja, mein Stuhl natürlich. Auf dem sitze ich immer. Es ist jetzt kein Zockerstuhl, das ist einfach ein Bürostuhl, mit dem kann man rollen und höher und niedriger einstellen, aber das war's eigentlich quasi. Wenn es euch gefallen hat, jetzt kommen noch meine Schnittprogramme, also sehen wir uns gleich wieder. So Leute, jetzt sind wir quasi drinne. Ihr seht quasi jetzt alles hinter den Kulissen. Ich kann das ja hier nebeneinander schieben. Also hier nehme ich quasi, also hier bei Livecam, nehme ich quasi meine Facecam auf. Ich könnte jetzt hier auch irgendwelche Effekte einbauen, aber die braucht ehrlich gesagt keiner. Was will man denn mit negativ? Damit sehe ich auf jeden Fall gruseliger aus als sonst. Also man kann das auch so oder so machen, aber ist ungeeignet. Vielleicht für ein Horrorspiel so schwarz-weiß wäre schon mal ganz gut. Auf jeden Fall kann man hier so einen Schnickschnack einstellen. Das ist auf jeden Fall so quasi so ein Future von der Livecam. Das ist auf jeden Fall alles. Hier unten klicke ich rauf. Ich habe übrigens, falls ihr euch da auskennt, die Auflösung 320x240. Ich könnte das Ganze auch noch hochstellen, dann wäre ich viel größer, aber ich denke, das Format ist einfach geeignet für Let's Plays und deswegen nehme ich dieses einfach. Meine Audio nehme ich nicht über dieses Programm auf. Ich nehme das Ganze über Audacity auf. Hier seht ihr mein Mikrofon SC450 USB und da läuft auch meine Audiospur. Ihr seht quasi, was ich hier laber. Das ist auf jeden Fall eigentlich ganz cool, aber das kann ich hier erstmal alles zumachen, das braucht ihr gar nicht. Hier ist mein Schnittprogramm, ich kann euch das Ganze einfach mal zeigen, ich zeige euch einfach mal die Programme. Also das benutze ich quasi alles, Cinema 4D für Thumbnails auch, Adobe Creative Cloud, Photoshop natürlich für meine Thumbnails, Premiere Pro für Schnitt, Curse ist so eine Art Skype, aber das nutzt man nur, wenn man irgendwelche Freunde hat, die LOL spielen und so, die mögen das ganz gerne. Fraps ist mein zweites Aufnahmeprogramm für manche Spiele, die mein jetziges nicht aufnehmen kann, also Shadowplay. Mit Shadowplay nehme ich das auch jetzt auf. Fraps nehme ich nur, wenn Shadowplay nicht funktioniert bei manchen Spielen. Dann habe ich natürlich Free-to-YouTube MP3-Konverter, wenn ich mal eine Musik für ein Video brauche. GeForce Experience braucht man für dieses Shadowplays. iTunes, Origin, Skype, Steam und Tuner-Botilities, um einen PC so ein bisschen zu beschleunigen. Aber das Ganze ist hier ein bisschen unwichtig, das hat so gut wie jeder auf dem PC. Jetzt schlage ich einfach mal GeForce Experience. Ich hoffe, das startet jetzt. Ich brauche jetzt nicht so lange. Auf jeden Fall, bei GeForce Experience kann man das Ganze einstellen mit Shadow Plays. Starte dich. Ich will es jetzt zeigen. Jetzt muss ich nochmal einen Cut machen. Nein, okay, ging eigenermaßen noch. Also hier, so sieht Shadow Play auf. So baut sich das Ganze auf. Also, das sind jetzt Nvidia GeForce Experience. Das hat jeder quasi, wenn er Nvidia-Grafikkarte hat. Und dieses Shadow Play geht ab der Nvidia GeForce GTX 660. Also, wenn man die hat, oder irgendwie eine neuere Karte, dann kann man Shadowplay verwenden. Es gibt hier oben rechts so einen Shadowplay-Button, den kann man dann so aufmachen und den kann man dann, hier kann man dann einstellen, Modus, manuell, Hintergrund zeichnen. Also man kann sogar, wenn man nicht aufnimmt, den Hintergrund aufzeichnen, falls man dann mal eine Szene hat, die man unbedingt drin haben muss, aber die man nicht gefilmt hat. Qualität kann man einstellen und Audio kann man auch einstellen, also man kann so gut wie alles einstellen, wo man das speichert und so. Hiermit nehme ich quasi alles auf. Und das war quasi schon so gut wie alles, was ich habe. Ich kann ja noch meine Games zeigen, das sind quasi meine Games. Ich spiele hauptsächlich nur Minecraft, weil in der Aufnahme halt, ich nehme quasi hauptsächlich, wenn ich am PC bin, auf und hauptsächlich nehme ich Minecraft auf, deswegen spiele ich hauptsächlich Minecraft. Hier ist natürlich auch noch Assassin's Creed, Counter-Strike, Slender mal mit Freunden und sowas alles. Was TeamSpeak allerdings bei Games zu tun hat, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall
Das ist quasi mein PC. Mein Browser's Games ist Firefox. Das ist eigentlich standardmäßig. Ist da nichts Besonderes dran. Ansonsten mache ich alles so wie ihr. Also alles ist sonst normal. Mein Schnittprogramm Adobe Premiere Pro, mein Bearbeitungsprogramm Photoshop und mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Wenn es euch natürlich jetzt dieses Setup-Video gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Ihr habt es euch wie gesagt gewünscht und lasst doch einfach eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Video. Und was ich noch erwähnen will, ist, es kommt einfach das Setup-Video und ich bin für die nächsten 11 Tage nicht zu Hause. Ich probiere jetzt noch, also ich habe jetzt heute ein bisschen vorproduziert. Es ist zwar ein bisschen warm, aber ich probiere es trotzdem und ich habe 3 Videos gemacht. Das heißt, es kommt pro Woche wahrscheinlich nur ein Video, weil ich sonst zeitlich nicht geschafft habe, mehr Videos zu machen. Das heißt, ich werde zwar mit Videos versorgt, sogar mit relativ coolen Videos, aber halt nicht so häufig wie sonst halt auch. Und mehr will ich nicht sagen. Lasst eine positive Bewertung da, habe ich schon gesagt. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und tschüss.